Hallo liebe Leute und willkommen zur zweiten Folge von Age of Empires 3 Mechanics hier auf dem Kanal der Battle Brothers. Zunächst mal eine kleine Entschuldigung und vielleicht auch Erklärung. Und zwar ist es so, dass das erste Video bereits über ein Jahr her ist und der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum wir seitdem in dieser Reihe kein weiteres Video veröffentlicht haben. Nun, Schuld ist wie immer der Zeitmangel. Diese Videos sind sehr aufwendig und unser Qualitätsanspruch an uns selbst ist sehr hoch und das war jetzt in den letzten Monaten kaum vereinbar mit unserem Privatleben, dadurch, dass ich in Australien war und Dero jetzt im Sommer sehr beschäftigt mit seinem Studium war. Aber ihr braucht nicht traurig sein, die zweite Folge gibt es jetzt und heute beschäftigen wir uns mit einer Besonderheit bei Wellen in Age of Empires 3 und zwar das Abreißen von Wallpfosten. Beim Platzieren von Wellen in Age of Empires 3 werden die länglichen Wallsegmente automatisch verbunden von den sogenannten Wallpfosten. Die Pfosten und Segmente unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Größe und den Platz, den sie so auf der Karte einnehmen. Sie haben jedoch dieselben Kosten in Bezug auf Bauzeit und Ressourcen und verfügen nach dem Errichten über dieselbe Anzahl von Lebenspunkten. Des Weiteren können ausreichend lange Wallsegmente für 50 Holz durch ein Tor ersetzt werden, welches verbündete Einheiten passieren lässt und für feindliche Einheiten weiter als Wallsegment fungiert. Bei guten Spielern ist es üblich, dass die Fundamente der Wallpfosten noch vor dem Errichten wieder entfernt werden. Und in einigen unserer neueren Videos sieht man, dass auch wir versuchen, dieses Vorgehen in unseren Spielstil zu integrieren. Aufgrund einiger Nachfragen haben wir uns dann entschieden, die zweite Folge der Mechanics-Reihe dem Abriss von Wallpfosten zu widmen. Lass uns nun also drei Fragen klären. Warum sollte man die Wallpfosten abreißen? Wie kann man die Wallpfosten am elegantesten abreißen? Und welche Besonderheiten muss man dabei beachten? Es gibt in erster Linie drei Gründe, die für das Abreißen von Wallpfosten sprechen. Zum einen bekommt man die investierten Ressourcen, also 5 Holz pro Pfosten, zurück, wenn man diese noch vor der Konstruktion abreißt. Des Weiteren spart man sich die Bauzeit. Jedes Stück Wall benötigt 5 Sekunden, um gebaut zu werden. Das bedeutet, dass wenn man zum Beispiel 12 Wallpfosten abreißt, man stattdessen eine Minute an einer Ressource sammeln kann. Besonders im frühen Spiel kann das Abreißen von Wallpfosten dem Spieler also einen leichten wirtschaftlichen Vorteil geben. Zu guter Letzt sind die Pfosten auch Schwachstellen im Wall. Grund dafür ist, dass Gebäude in Age of Empires 3 auch Schaden bekommen, wenn benachbarte Gebäude angegriffen werden. Dieser Effekt nennt sich Splash Damage. Dafür müssen sich die rechteckigen Grundrisse der Gebäude hinreichend weit überschneiden. Wie man sieht, bekommt bei normal gebauten Wellen nicht nur der belagerte Wallpfosten Schaden, sondern auch die angrenzenden Wallsegmente. Dies führt zu einem großen Loch im Wall, wenn der Pfosten vollständig zerstört wird. Durch Abriss der Pfosten können diese Schwachstellen vermieden werden. Es sollte nun allen klar sein, warum man bei guten Spielern selten Wälle mit Pfosten sieht. Aber wie lassen sich die Pfosten am angenehmsten entfernen? Statt alle Wallpfosten einzeln auszuwählen und abzureißen, kann man alternativ auch den Hotkey für alle des gewählten Typs anzeigen benutzen. Dieser liegt standardmäßig auf Steuerung Shift A, lässt sich jedoch in den Optionen beliebig konfigurieren. Der Hotkey befindet sich im Menü für Tastaturbefehle unter dem Eintrag Anzeigen von Einheiten. Man kann dann einen beliebigen Pfosten bzw. das Fundament auswählen, durch den Befehl alle anderen Pfosten mit auswählen und diese schlussendlich entfernen. Soweit so gut, wir wissen nun, warum ein Abriss der Pfosten Sinn ergibt und auch, wie man diese am elegantesten entfernen kann. Jedoch muss man bei dieser Technik noch eine nicht-triviale Sache beachten. In Age of Empires 3 sind die Wallsegmente nicht immer gleich lang und die bereits angesprochenen rechteckigen Grundrisse überschneiden sich entsprechend unterschiedlich stark. Dies führt zu zwei Problemen, wenn Pfosten eingerissen werden. Zum einen kann es ohne die Pfosten Lücken im Wall geben. Des Weiteren können sich auch ohne die Pfosten Segmente so stark überlappen, dass beim Angriff immer noch 2 oder sogar 3 Segmente Schaden bekommen. Dadurch bleibt das entstandene Loch im Wall mit und ohne Wallpfosten gleich groß oder wird sogar größer. Uns ist leider keine Technik bekannt, mit der man diese Probleme zuverlässig verhindern kann. Prinzipiell muss man beim Platzieren darauf achten, dass die Wallsegmente die richtige Länge haben. Zu kurze Wallsegmente überschneiden sich zu stark, sodass mehrere Segmente durch Splash Damage beschädigt werden. Zu lange Wallsegmente dagegen überschneiden sich nicht genug, sodass das Abreißen der Pfosten zu einem Loch führt. Nach unserer Erfahrung kann das Abreißen von Pfosten in der Praxis also durchaus kompliziert sein, auch wenn es ab einer gewissen Spielstärke zum Standard gehört. Da wir im letzten Video der Reihe nach konkreten Empfehlungen gefragt wurden, hier ein paar abschließende Worte. Der Abriss von Pfosten kann zwar die Welle stabilisieren und Ressourcen sparen, jedoch erfordert das richtige Platzieren der Gebäude einiges an Fingerspitzengefühl. Wir finden, dass bei schwächeren Spielern die notwendige Zeit und Konzentration für diese Mechanik an anderen Stellen besser genutzt werden kann. Für Spieler unter Hauptfeldwebelniveau gibt es genug andere Techniken zu trainieren, bevor sie sich über Wallpfosten den Kopf zerbrechen. Insbesondere bei chaotischen Spielen haben wir selbst nach wie vor auch oft andere Prioritäten als das Abreißen der Pfosten. Damit wäre diese Mechanik wohl umfangreich erklärt. Wir hoffen, dieses Video beantwortet alle eure Fragen dazu. Sollten Fragen verbleiben oder wir etwas vergessen haben, freuen wir uns über euer Feedback, gerne auch allgemein, wie euch das Video gefallen hat. Ein kleiner Disclaimer zum Ende, wir hoffen, dass wir die Mechanics-Reihe diesmal schneller fortsetzen werden, aber garantieren können wir das natürlich nicht. So oder so hört man sich in zukünftigen Videos, danke fürs Zuhören und bis bald.